Wir sollten wirklich pünktlich sein. Gleich kommt sein Zug aus Berlin und wir haben versprochen, ihn in München abzuholen. Geschafft. Und jetzt müssen wir Enrico Brissa eigentlich nur zuschauen. Rechter Handschuh zieht er natürlich aus. Im Prinzip geht es um eine achtsame, aufmerksame Art, einander zu begegnen. Blickkontakt ist ganz wichtig bei jeder Form der Konversation. Sich die Hand zu geben, ist eine ritualisierte Geste, die bei uns üblich ist. Brissa kennt sich aus mit Manieren und Umgangsformen. Er war Protokollchef der Bundespräsidenten Wulff und Gauck. Inzwischen ist er Protokollchef des Deutschen Bundestages. Wer steht wo und wer geht als Erster durch welche Tür? Brissa ist der Mann im Hintergrund, der alles regelt. Und jetzt hat der Deutsch-Italiener ein Buch geschrieben übers weltläufige Benehmen. Von A wie Ablauf bis Z wie Zurückhaltung. Ein Plädoyer für Umgangsregeln. Regeln haben einen tiefen Sinn, weil sie uns Halt geben, weil sie uns helfen, in den komplexen Situationen besser miteinander zu kommunizieren, weil sie uns Selbstsicherheit geben. In Deutschland scheint es mir tatsächlich so zu sein, dass breite Teile der Gesellschaft eine gewisse Verunsicherung spüren. Zum Beispiel die verflixte Sache mit Damen, Herren und Türen. Also, ins Lokal geht er grundsätzlich vor und er rückt ihr auch den Stuhl. Altmodisch? Vielleicht. Aber nur wer die Regeln sicher beherrscht, kann frei entscheiden, ob er sich dran hält. Wie verheerend nämlich Regelbrüche wirken können, zeigt das politische Parkett. Als Trump Merkel in Washington den Handschlag verweigert zum Beispiel. Manieren können und müssen sich übrigens der Zeit anpassen, findet Brissa. Der Handkuss ist zweitrangig geworden. Dafür brauchen wir neue Regeln für unseren digitalen Umgang miteinander und für die sozialen Medien. Diese Regeln sind nicht um ihrer selbst willen da, sondern sie repräsentieren die Werte, die dahinterstehen. Aufmerksamkeit, Respekt, Zurückhaltung. Und damit nochmal zurück zum Anfang, zur Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist doch eigentlich nur die Einsicht, dass Ihre Zeit nicht kostbarer, Ihre Ressourcen nicht kostbarer sind als die Ressourcen der Mitmenschen. Und genau darum geht's dem Protokollchef ja mit seinem Plädoyer fürs Benehmen. Um ein achtsames Miteinander. Überall.